Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Dies war eines der Gleichnisse, das Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten gab, als Antwort darauf, weil sie darüber murrten, dass die Zöllner und Sünder zu Jesus kamen, um ihn zu hören. So sprachen sie: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. In Lukas 15 finden wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dem verlorenen Groschen und dem verlorenen Sohn. Doch in diesem Video möchte ich eure Aufmerksamkeit auf das Gleichnis von dem verlorenen Groschen richten. Denn darin finden wir eine weitere wunderbare Botschaft, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also nochmals zurück zum Anfang. So erzählte Jesus ihnen das Gleichnis einer Frau, die 10 Silbergroschen hatte und einen davon verlor. Wie wir wissen, steht in der Bibel eine Frau auch für was? Für die Gemeinde. In 2. Korinther 11, Vers 2 lesen wir: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Und in Epheser 5, Vers 31 und 32: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. In dem Gleichnis haben wir also eine Gemeinde, die 10 Silbergroschen hat. Ein Silbergroschen ist ein Silberstück und entspricht einem Denar, etwa der Tageslohn eines damaligen Arbeiters. In Psalm 119, Vers 72 heißt es: Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Also eine Gemeinde, die 10 Gebote hat und nun eines davon verliert. Dann heißt es weiter: Zündet nicht dein Licht an. Psalm 119, Vers 105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Dieses Licht, das die Frau anzündet, ist das Wort Gottes. Es ist die Bibel, die sie studiert. Und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. In Matthäus 23, Vers 38 lesen wir, dass das Haus für die Kirche steht. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, sprach Jesus hier über den Tempel. Sie entfernt also aus der Kirche die von Menschen gemachten Traditionen und Lehren. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen, also andere Frauen, das heißt andere Kirchen und Gemeinden, und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe dieses eine Gebot, nämlich das 4. Gebot, das verloren gegangen war, wiedergefunden. Lasst uns das Gleichnis noch einmal lesen, Lukas 15, die Verse 8 und 9. Oder welche Gemeinde, die 10 Gebote hat und ein Gebot verliert, studiert nicht die Bibel, um die von Menschen gemachten Traditionen und Lehren aus der Kirche zu entfernen, und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie die anderen Kirchen und Gemeinden und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe das 4. Gebot gefunden, das verloren gegangen war. Ist die Bibel nicht wunderbar? Wie Jesus in dieses Gleichnis, das gerade mal aus 2, 3 Versen besteht, diese unglaubliche Botschaft, wie der Sabbat im Laufe der Geschichte verloren ging und dann wiedergefunden wurde, hineinpackt. Und auch was unser Auftrag ist als 7-Tags-Adventisten, nämlich dass wir die anderen christlichen Gemeinden zu uns rufen, damit sie sich mit uns freuen können, dass wir dieses verlorene Gebot wiedergefunden haben. Genau dieses Gebot der 10 Gebote, welches als einziges mit dem Wort Gedenke anfängt. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes.
da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt.